Hi zusammen, ich habe heute einen interessanten Saugroboter dabei und zwar ist das ein Xiaomi-Modell. Der Xiaomi Emegia 1C hat einen attraktiven Preis von knapp 200 Euro, zumindest wenn dieser Staubsaugroboter eine ähnlich gute Qualität aufweisen kann wie andere Xiaomi-Modelle. Und zum anderen wird bei der Navigation auf eine Kombination zwischen einem zweifachen Gyroskop wie bei so einem Tesso X100 oder Eufy G10 gesetzt, aber auch auf einen optischen Sensor, ToF-Sensor genannt. Diese V-Slam-Methode kennen wir von den iRobot-Modellen. Das heißt, unser Modell heute hat keinen Laserturm, alle Vor- und Nachteile und ob dieser Xiaomi Mi 1C was taugt, erfahrt ihr jetzt im Video. Im Lieferumfang finden wir den Saugroboter, Ladestation und Kabel, Wassertank mit Wischtuch, Bedienungsanleitung und ein Reinigungswerkzeug. Ja, der Emegia 1C sieht sehr gut verarbeitet aus für ein Produkt dieser Preisklasse. Zubehör wie Ersatzteile, Ersatzbürsten und so weiter werden nicht mitgeliefert. Auch ein Magnetband zum Sperren von Bereichen wäre ganz nett gewesen, weil wir in der App hier keine No-Go-Lines einzeichnen können. Ansonsten kommt das Teil mit einem chinesischen Stecker und in meinem Fall ohne Adapter. Beim Florian vom Kanal Next Smart Home war da noch ein Adapter dabei. Das kann man natürlich alles nachbestellen, so einen Adapter, der kostet 1 Euro und den verlinke ich euch gerne. Auch das sonstige Zubehör wird nicht mehr als 20 Euro kosten. Aber mir zeigt das einfach, dass es hier einen sehr harten Preiskampf im Bereich von 200 Euro gibt. Selbst im Premium-Bereich, da kommt der Roborock S5 Max nur noch mit der Basisausstattung. Ja, die Ladestation kommt ja auch ohne Kabelmanagement. Insgesamt macht der Emegia 1C auf mich einen spartanischen, aber dennoch hochwertigen ersten Eindruck. Dann zu den Produktdaten. Wir haben hier 2500 Pascal angegeben und da sind wohl einige zu Recht überrascht, denn das sind knapp 20% mehr Saugleistung als bei den derzeit besten Geräten. Bei einem Osmo 950 beispielsweise sind nur 1500 Pascal angegeben. Aber ob diese Angabe wirklich mehr als Marketing ist, das sehen wir gleich im Saugtest. Der Akku ist mit 2400 mAh klein, dafür ist die Betriebszeit von 120 Minuten überraschend stark. Der Roboter ist mit 8,2 cm dann auch 1,5 cm flacher als Roboter mit Lasernavigation. Bei der Hindernisüberwindung werden hier 2 cm angegeben, das ist auch ein guter Wert. Der Staubbehälter ist dann mit 600 ml einer der größten überhaupt. Und der elektronische Wassertank mit Wasserflussregulierung, der fasst hier ausreichende 200 ml. Dann, die Installation der App war ziemlich nervraubend, denn diesen Emegia 1C gibt es im Januar 2020 aktuell nur als chinesische Version. Das heißt, ihr müsst in der Mi Home App euren Standort auf China ändern, um das Gerät zu koppeln. Und in meinem Fall hieß das, dass ich mich neu registrieren musste. Das geht zwar auch mit deutscher Telefonnummer, war aber ziemlich nervig. Ihr müsst euch auf jeden Fall die ID-Nummer aufschreiben. Wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr euch direkt nochmal registrieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr in Schritt 2 den Roboter auf Englisch umstellen, wenn ihr jetzt kein Chinesisch spricht. Und in Schritt 3 solltet ihr die Zeitzone eures Smartphones mit dem Roboter synchronisieren. Das geht in den Einstellungen. Ansonsten würde hier die Kommunikation über chinesische Server laufen. Und das dauert dann bestimmt 30 Sekunden teilweise, bis so ein Befehl ausgeführt wird. Das Koppeln habe ich jetzt übersprungen, weil das sehr einfach war. Aber wie gesagt, registrieren und die notwendigen Einstellungen, die haben mir wenig Spaß gemacht. Also ich hatte hier eine recht geringe Frustrationstoleranz, insbesondere mit dem Wissen, dass mit dieser App keine allzu großen Funktionen möglich sind. Denn die Karte dient nur zur Reinigungskontrolle, wie das so bei Giro-Robotern üblich ist. Alles weitere sind dann eben nur Basiseinstellungen wie die Saugstärke oder auch ein Terminplaner. Da keine Fernbedienung mitgeliefert wurde, kommt man aber um die App nicht rum, wenn man mehr als jetzt einfach nur die Komplettreinigung der Wohnung machen will. Also, die App gibt nicht viel Wichtigeres her und den Rest findet ihr ja selber raus. Wir gehen zur Navigation. Und hier muss man vor allem den Preis mit einbeziehen, denn das Produkt konkurriert nicht mit einem Roborock S6 oder mit einem Lenovo X1, sondern preislich mit einem Tesso X500 Pro oder mit einem Eufy G10 oder einem Prosenic 820 oder 830T. Der optische Sensor hier oben, der liefert zu der doppelten Giro-Navigation weitere 30.000 Datenpunkte pro Sekunde für eine optimierte Navigation. Das ist technologisch um einiges fortschrittlicher als die direkten Konkurrenten. Ich sehe auch bei der Navigation durch den Raum keinerlei Probleme. Der 1C tastet sich hier vorsichtig und bestimmt durch den Reinigungsraum und macht seine Sache einfach sehr ordentlich. Das ist im Übrigen dieselbe Technologie, die ihr in einem iRobot für 1.500 Euro finden würdet. Allerdings hat iRobot hier eine 250.000 Datenpunkte pro Sekunde und bei dem Modell wie gesagt 30.000. Zu viel dürfen wir allgemein von dieser sogenannten V-Slam-Navigation nicht erwarten. Wie erwähnt ist die Karte nur eine Kontrollfunktion. Wir können den Roboter also nicht digital zu einem Wegpunkt schicken. Wir können keine Reinigungsbereiche einzeichnen, wir können keine No-Go-Areas und wir können auch keine Einzelraumreinigung und sowas machen. Die anderen 200 Euro Geräte können das übrigens ebenfalls nicht. Wer das will, muss
muss etwas mehr ausgeben oder eben auf eine Wischung zum Verzichten. Dann gibt es auch so ein 360 S5 zum Beispiel. Davon ab gefällt mir das sehr gut hier und der 1C zeigt sich von einer zuverlässigen Seite ohne erkennbare Schwächen, so wie ich das von Xiaomi-Geräten auch kenne. Dann zum Saugtest. Hier habe ich 50 Gramm Cerealien verteilt, um zu sehen, wie viel der Roboter in einem doppelten Durchgang aufnehmen kann. So teste ich das bei allen Geräten, allerdings habe ich diesmal den Reis mit Haferflocken ersetzt. Auf Hartboden kommt der Mija hier zu einem Ergebnis von 94%. Das ist nicht ganz so stark wie die bekannten Flaggschiffe, die hier annähernd perfekt arbeiten, aber immer noch sehr gut. Auf Teppich hat er dann doch einiges an Federn gelassen und ist ja bei 48,4%. Also hier hat er mehr als die Hälfte ausgelassen. Das ist natürlich schwer, wenn sich die Partikel in den tiefen Fasern festsetzen. Die besten Geräte erreichen ja etwa eine Reinigung von 75%. Da hätte ich von 2500 Pascal etwas mehr erwartet. Also ich kann hier auf keinen Fall bestätigen, dass dieser Roboter 20% mehr Power hat als die derzeit besten Geräte. Das trifft laut meiner Erfahrung hier einfach nicht zu. Bezogen auf den Preis sind diese Ergebnisse aber dennoch okay. Ja, dann zur Wischfunktion und hier will ich den Mija 1C gerne loben, denn die Wischfunktion finde ich wirklich geil. Die haben tatsächlich in den Wassertank hier eine elektrische Pumpe integriert, die wir von der App aus bedienen können. Auch die Art und Weise, wie der wischt, sagt mir sehr zu. Das Wischtuch hier sieht 1:1 aus wie von Roborock. Also das kann sich hier wirklich sehen lassen und das macht ein Premium-Gerät nicht besser, aber oft genug auch schlechter. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und da fange ich zunächst mal mit meiner allgemeinen Meinung an. Und ich sag mal so, durch meine vielen Tests in diesem Staubsaugroboterbereich, über 50 mittlerweile, habe ich einen recht breiten Einblick und weiß, was bei teureren Geräten auch so möglich ist. Was ich bei diesem Modell konkret vermisse, ist der Luxus, mit einer Karte interagieren zu können. Habe ich erwähnt, Reinigungsbereiche, No-Go-Lines, Raumplanmodus, Einzelraumreinigung und so weiter. Auf diese smarten Features müssen wir komplett verzichten. Immerhin kann das Gerät über Xiaomi AI Speaker gesteuert werden, wer da Bock drauf hat. Aber die smarten Funktionen fehlen an der Stelle und die Reinigung ist gut, aber nicht erstklassig. Smarte Geräte gibt es schon ab 250 Euro, vielleicht 270 Euro aufwärts, also preislich nicht allzu weit weg von unserem 1C. Der 360 R6 zum Beispiel, der hat zwar keine Einzelraumreinigung, aber der ist in allem anderen erstklassig und kostet 270 Euro. Die V-Slam-Navigation ist nach wie vor eben keine gleichwertige Alternative zur Laser-Navigation. Das wäre so die eine Seite. Ansonsten ist der Mija für einen Preis von 200 Euro allerdings extrem gut. Trotz einiger Kritikpunkte findet ihr vermutlich nichts Besseres für den Preis, denn das Modell macht einen absolut zuverlässigen Eindruck beim Navigieren und die Wischfunktion hier ist große Klasse. Ein Tesfo X500 Pro ist möglicherweise gleichwertig, aber technisch unterlegen. Wie erwähnt hat der Mija nicht nur ein, sondern gleich zwei Gyroskope und dazu auch den optischen Sensor. Das heißt, der kann zum Beispiel auch seine Position wiederfinden, wenn ihr den mal angehoben oder verschoben habt. Das findet ihr in dem günstigen Bereich sonst überhaupt nicht. Und der Mija 1C kostet halt auch nur 200 Euro. Also, gegenüber den Konkurrenten in diesem Preisbereich, bei denen nenne ich jetzt vor allem mal den Tesfo X500 Pro, den Eufy RoboVac G10 oder auch ein Prosenic Modell, da muss man sagen, dass er in der Kategorie einfach eine ziemlich gute Figur macht. Und damit ist der Mija 1C für 200 Euro eben ein sehr guter Fang. Denn man darf auch nicht vergessen, dass das Ding hochwertiger ist als die No-Name-Produkte, die ihr in dem Bereich sonst unter zig Labels findet. Tesfo ist auch nur ein Label, Orfeld ist ein Label, ganz, ganz viele Marken sind keine Hersteller, sondern labeln halt einfach irgendwelche chinesischen Produkte aus irgendwelchen chinesischen Firmen. Also, das war mein Review zum Xiaomi Mija 1C. Wenn Fragen offen sind, in die Kommentare. Alle weiteren Infos findet ihr auch in der Videobeschreibung, inklusive Produktdaten und so weiter. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.